was machen Sachen. So, jetzt haben wir endlich einen Beisitz in unsere Szene, aber die sind ja noch alle ziemlich blass und weiß. So, da ist noch keine Farbe drauf. Das wollen wir jetzt ändern, indem wir Materialien aufstellen. Ich zeige euch erstmal den Aufbau von so einem Material, wie das halt so basismäßig aufgebaut ist, was für Informationen wir brauchen. Und halt erstmal ganz simpel einfach Farbe mal draufbringen. So, das erste, was wir brauchen für Material, ist ja erstmal ein Material. Ich habe mir hier einen Ordner gemacht, einfach, dass ich es besser sortiert habe. Hier packe ich alle meine Materialien rein. Dann einfach Rechtsklick, Material. Ist eins da, das könnt ihr jetzt benennen, wie ihr wollt, wie ihr es sinnvoll findet. Ich nenne es jetzt einfach mal blau, weil ich mache es blau, das ist doch irgendwo sinnvoll. Das packe ich jetzt erstmal da drauf. Einfach Track and Drop draufziehen, das hatten wir schon mal in dem Asset-Part. So, jetzt Doppelklick drauf. Auch nicht wundern, es ist halt noch keine Information drauf, da ist halt immer dieser komische Checker dann drauf. So, nicht verwirren lassen, dass hier auch wieder jede Menge Gebämsel ist. Für den Anfang brauchen wir alles rundherum jetzt erstmal nicht. Das hier ist das Wichtige, das brauchen wir jetzt. Und ich mache es mal so, dass man unseren Ball auch sehen kann. Es wird auch immer ein bisschen was dauern, bis die Information von hier nach da ist. Müssen Sie mir aber abspeichern. So, das erste, was wir haben, ist einmal die Base Color. Ist ja eigentlich schon mal... sagt das, was es tut, es ist eine Farbe. Wie kriegen wir jetzt da Farbe drauf? Wir machen es alles erstmal über Notes, später fügen wir dann auch Texturen ein, da kann man ein bisschen was Komplexeres machen. So, jetzt erstmal zur Farbe, wir drücken einfach die Taste 3 auf unsere Tastatur und Linksklick. Zack, jetzt haben wir eine Note, die verbinden wir einfach, Doppelklick drauf. Das Farbrad kennt ihr bestimmt, wenn ihr schon immer mit irgendeinem Grafikprogramm gearbeitet habt. Dann suchen wir uns eine schöne Farbe aus. Achtet immer auf das hier, das ist eure Farbe. Orientiert euch nicht an den ganzen Sachen hier, sondern das Ding hier, das ist jetzt am Ende die Farbe, die da drauf kommt. Das kann immer so ein bisschen abweichen. Okay. Jetzt updatet ihr kurz. Zack, wir haben hier so eine blaue Kugel. Wenn wir das speichern, haben wir auch die Information auf dem. Wir können jetzt auch das Material auf alles Mögliche draufpacken. Was weiß ich, wir machen hier unsere... ganzen Wege einfach mal alles blau. Da es ja nur eine Farbe ist, ist das sehr einfach. Wir müssen keinen Unwrap beachten und so weiter, sondern einfach draufhauen, ist es blau. Zack, 1A. Zurück zu unserem Klumpen. Wir haben ja hier noch ein paar mehr Informationen. Das nächste in der Reihe ist die Metallic. Die sagt einfach, ist das Ding aus Metall, ja oder nein? Es ist für die Engine an für sich eine sehr wichtige Information, weil Metall einfach anders dargestellt wird, wie halt was nicht metallisch ist. Bei dem Metallic ist wichtig, dass er entweder 0 oder 1 hat, weil es ist entweder metallisch oder es ist nicht. Graue Werte gibt es in dem, gibt es nicht. 0 ist halt nicht metallisch, 1 ist metallisch. Jetzt haben wir hier so einen blauen Metallklumpen. So, das nächste ist das Specular, die brauchen wir nicht. Da Anvil an für sich mit Metallic Roughness arbeitet. Die wird nur genutzt, falls man Sachen importiert von jemand anders und der hat halt keine Metallic Roughness raus exportiert, sondern die Specular. Ansonsten brauchen wir die nicht. Wir arbeiten, wie gesagt, Metallic Roughness. Das ist jetzt auch das nächste. Hier arbeitet ihr die normale 1er Note. Bei der Roughness könnt ihr zwischen 0 und 1 alle Zahlen eingeben, die ihr wollt. 0 ist halt glänzend und 1 ist matt. Wir können ja auch scherz einfach mal einen Chromball machen. Dann ziehen wir das auf weiß. Dann haben wir hier so einen wunderschönen 1A Chromball. Oder halt einen Spiegel kann man draus machen. Oder ist auch 1A. So, machen wir es wieder blau. Wir wollen ja noch ein bisschen weiterarbeiten. Okay, so das nächste. Ist einmal die Emissive Matte. Emissive ist ein Eigenleuchten. Kann ganz praktisch sein, wenn man halt irgendwas hat, was so ein bisschen selbstleuchtend sein kann. Dazu packe ich mal unsere Torte oder Kuchen oder was auch immer das jetzt sein soll. Hier in den Schatten. Da sieht man es einfach besser. Ihr müsst immer bedenken, wir haben halt noch keinen Schatten gebaked. Das ist immer ein bisschen
noch nicht so 1A von der Physik her. Emissive Color funktioniert sowohl mit Lisano, mit An und Aus. Sie zeigt dann einfach an, hell oder dunkel. Oder auch mit einer Color. Wir hauen jetzt einfach mal, weil wir es können, einfach Farbe ein bisschen mit rein. Da drauf. Doppelklick. Und wir lassen ihn vielleicht ein bisschen hellblau leuchten. Wie gesagt, im Hellen sieht man es halt weniger. Ich hoffe, es funktioniert jetzt auch ohne den Light Bake. Ja, man sieht so ein bisschen. Es hat so ein kleines Eigenleuchten. Wenn wir am Ende das Licht baken, funktioniert es besser. Aber es leuchtet so ein bisschen selbstständig. Gerade für kleine Lampen oder so weiter, das ist das eine super Sache. Aber damit das so richtig zur Geltung kommt, müssten wir noch ein paar Einstellungen machen, dass wir halt ein bisschen Fog und so weiter haben. Dann sieht man es einfach besser. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber könnt ihr schon mal im Hinterkopf haben. Ihr könnt da ein bisschen was Eigenleuchtendes machen. Wie gesagt, für kleine Lämpchen oder so weiter ist das 1A. Packen wir den hin. Mach den mal kurz wieder weg. Dann die Normal Web ist was ganz Wichtiges. Die enthält Informationen für unser Licht. Damit können wir verschiedene Details oder halt auch Rundungen ja, quasi faken. Dann sagen wir dem Licht, okay, brech doch bitte hier ein bisschen runder, wie eigentlich ist. Gerade bei so Kanten kann man die dann etwas runder erscheinen lassen. Die funktionieren leider nicht mit solchen Nodes. Dazu brauchen wir eine Textur. Finden wir hier unter Texturen. Das sind jetzt die aus dem Starter-Content. Ich habe noch keine eigene reingeladen. Damit können wir jetzt, wie gesagt, hier in der dazu können wir zum Beispiel verschiedene Details hier einfach drauf faken, weil wir haben hier einen runden Ball. Und da machen wir jetzt mal was anderes drauf. Was ist denn ein bisschen spannender? Naja, haben wir so Kieselsteine drauf. Hier auch wieder Drag and Drop rein. Jetzt haben wir hier Texture Samples. Das ist eine andere Node. Heißt einfach nur, hier ist eine Textur hinterlegt. Da ist eine Information. In dem Fall jetzt die Normal Map. Wenn wir die dann hier drauf ziehen und kurz warten, haben wir hier, oh, jetzt sind auf einmal Steine drauf. Wie denn das? War ja eigentlich eine Kugel. Ich habe nichts an der Geometrie verändert. Das ist jetzt einfach nur alleine durch die Lichtbrechung erscheint es so, als wäre da was drauf. Das kann echt viel reißen. Das macht viel aus, so eine Normal Map. Selbst gerade hier bei so flachen Dingern kann man damit echt viel holen. Ja, und wie man hier auch sehen kann, wir haben hier zwei verschiedene Modelle. Die Textur passt da nicht so direkt dran. Wenn man den Fall hat, dass man halt zwei verschiedene Modelle hat und man hat das nicht in der 3D-Programm gelöst oder nicht gelöst kriegt oder das dann halt später dazugekommen. Ich zeige euch später mal einen Weg, wie man das lösen kann. Der ist halt sehr rechenintensiv für die Engine, also weniger empfehlenswert, aber es gibt halt Fälle wie diesen, es passt halt nicht, das müssen wir irgendwie lösen. Aber jetzt erst nochmal zurück zu unserem Ball. Position Offset brauchen wir jetzt erstmal nicht. Was ich noch erklären möchte, ist die Ambient Occlusion. Die können wir jetzt da nicht draufziehen. Das ist ein Eigenschatten, der wird für jedes Modell einzeln selbst gebacken und der funktioniert auch meistens wirklich nur auf diesem einen Modell. Wie gesagt, den müssen wir halt baken und wir können jetzt unsere Sphere halt nicht wirklich in der Engine jetzt erstmal baken. Das müssen wir in einem anderen Programm machen. Aber der ist wichtig, weil viele Sachen, die man raus exportiert haben, halt die Ambient Occlusion, die ist hier. Zeige ich euch dann später mal mehr. So. Und allein mit diesen Informationen könnt ihr schon jede Menge Zeug erstellen. So, jetzt haben wir hier unsere schönen Assets eingefärbt. Für so simple Sachen funktioniert das vollkommen, dass man einfach sagt, ich möchte hier nur eine Farbe, eine Roughness und eine Metallic drauf haben. Wie man sieht, man kann es verwenden, wenn man es durch komplette Sachen durchzieht, kann da echt was bei rumkommen. Jetzt ist aber die Sache, ja so eine Wand wie hier, da wollen wir vielleicht eine Ziegelsteinwand draufziehen. Die ist ja nicht nur einfarbig, da brauchen wir ein bisschen mehr Informationen. So, by the way, es gibt auch im Starter-Content verschiedene Materials, die ihr einfach benutzen könnt. Können wir, was weiß ich hier, einen rostigen Boden nicht unbedingt. Dann haben wir hier einfach ein bisschen Gras drauf, zack. Ja. Und hier sieht man,
wie man hier auch sieht, jetzt haben wir hier wieder das Problem, zwei Modelle, die passen nicht ganz aufeinander. Auch ist die Textur etwas groß, aber sowas werden wir später in einem Tutorial vornehmen. So, jetzt wollen wir endlich mal ein Material auf unsere Wand bringen. Dazu erstmal zack. Jetzt ist er halt noch schwarz, aber so sehen wir es halt besser. Wir kriegen jetzt halt komplexe Farben auf unser Ding drauf. Das funktioniert halt über Textur. Eine Textur ist erstmal nur eine Information fürs Material in Bildform. Wir nehmen jetzt einfach mal, hier Bricks funktionieren auch einmal an ganz Wand. Nicht erschrecken, falls sowas passiert, da ist der Alpha-Channel noch an. Das ist quasi ausmaskiert. Den Alpha-Channel brauchen wir erstmal nicht, aber der ist oft in der Base-Color drinne. Da haben wir ihn halt später für verschiedene Shader nutzen können, um Sachen transparent zu machen oder halt auszumaskieren. Dazu dann halt im entsprechenden Tutorial mehr. Wir wollen jetzt erstmal nur mal Farbe haben. Die finde ich ehrlich gesagt nicht so geil. Nehmen wir, glaube ich, mal die. Oh, die einfach aus. Die sehen noch ein bisschen schöner aus. Die auch. Die ziehen wir einfach rein. Zack, wir haben den Texture Sample drin. Packen den rein. Und hier auch. Hier ist die Information zu diesem Texture Sample. Wir könnten hier zum Beispiel die Textur einfach austauschen. Zack, jetzt haben wir da eine andere drauf. Kann ganz praktisch sein, wenn man ein bisschen was ausprobieren will. Speichert kurz. Eine Metallic brauchen wir jetzt an für sich in dem jetzt nicht, weil wir ja wissen, okay, eine Mauer ist jetzt nicht aus Metall und wenn es nicht aktiviert ist, ist Metall normal aus. Also müssen wir theoretisch hier erstmal nichts einfügen. Jetzt brauchen wir aber eine Roughness, weil ja, die ist doch ein bisschen sehr shiny. Wenn Roughness nicht aktiviert ist, ist sie immer auf 0,5. Und ja, das ist halt so nicht glänzend, nicht matt. Es gibt hier halt kein vorgefertigte Roughness. Deswegen suchen wir uns was anderes. Was kann für eine Wand funktionieren? Eine, wo möglichst viel weiß ist. Weil weiß, wissen wir, weiß ist ja nicht shiny. Hier ist doch relativ viel weiß drin. Da kann man halt immer ein bisschen zusammenbasteln. Dann gucken wir mal, wie das aussieht. In die Roughness, ich treffe nicht. Und natürlich brauchen wir eine Normal Map. Die haben wir ja für die Bricks. Sonst haben wir hier sehr, sehr flache Steine. Ist halt passiert nicht so viel. Mit einer Normal ist es halt doch ein bisschen spannender. Die packen wir auch noch rein. Dann speichern wir das. Und schon haben wir ein bisschen mehr Tiefenwirkung drin. Alles über die Normal Map gefaked. Ja, die Waffe funktioniert für den Anfang auch. So haben wir eine 1A Ziegelwand. Was ihr halt am Anfang bei diesen Standard-Asset bedenken müsst, die haben alle nur einen Material-Channel, sprich, die sind in alle Richtungen mit demselben Material. Ich werde euch später in einem Tutorial zeigen, wie ihr Assets erstellen könnt. Da müssen wir halt in ein 3D-Programm reingehen, dass ihr mehrere Materialien auf ein Asset draufsetzen könnt, wo ihr sagt, okay, ich mache vorne halt die Steinwand und hinten mache ich Tapete. Funktioniert jetzt halt erstmal hier nicht. Wo sind meine Fenster denn alle hin? Ist alles verschoben. Wie gesagt, das müsst ihr halt einfach mal ein bisschen bedenken am Anfang. Dass ihr halt, das, wenn ihr was draufsetzt, dass es auf allen Seiten drauf ist. Aber was ihr bedenken müsst, diese einfachen Texturen, wie wir sie jetzt erstellt haben, die funktionieren super auf halt so geraden Sachen, die halt wirklich flach geunwrapped sind. Auf sowas funktionieren die nicht wirklich. Da der Unwrap ja ein ganz anderer ist. Die einfarbigen funktionieren auf allen. Wir können hier den Stein auch blau machen, weil Farbe hat halt keinen Unwrap. In dem Sinne, weil die Farbe ist, Information ist überall blau. Wie man sowas dann einfügt, Assets und so weiter, kommt dann auch später. Hier könnt ihr, ach ja, auch ganz praktisch, hier könnt ihr resetten und zurück zum Originalmaterial kommen, das ihr hier ausgewählt habt. Das könnt ihr auch, wie gesagt, bei den Wänden Doppelklick und sagt, okay, jede Wand hat halt erstmal das Ding. Speichern. Und jetzt hat jede dieser Wände. Das sind andere Wände oder wie? Okay, hat halt nicht funktioniert. Ist auch okay. Ja, manchmal funktioniert es nicht auf Anhieb. Speichern. Funktioniert das hier? Hier funktioniert es. Wieso auch immer hier jetzt nicht funktioniert hat.
Resetten. Zack, jetzt funktioniert's. Vielleicht machen wir hier oben keine Steine hin, sondern wir nutzen jetzt einfach mal eins aus unserem Materials von der. Wir nutzen jetzt einfach mal eins unserer Starter-Content-Materials. Hier ist so ein schönes Holz. Was nehmen wir denn? Probieren wir die Walnuss. Wenn ihr etwas ausgewählt habt, könnt ihr auch hier, zack, direkt für alle austauschen. Oder doch lieber die Walnuss. Ja, ich glaube, ich nehme die Walnuss. So, jetzt haben wir halt überall ein bisschen Farbe drauf. Es ist eine Textur drauf. Jetzt noch nicht wunderschön, aber für den Anfang tut es das erstmal. Mit Texturen kann man noch so, so viel, viel mehr machen. Aber das ist jetzt erstmal für den Anfang. Komplexere Sachen wird zeigen, wie man euch Tileable Textures macht, so dass man die Sachen verkleinern und vergrößern können, dass jetzt hier gerade unsere Zielisteine größer werden, kleiner werden. Oder auch sowas, dass halt Sachen seamless funktionieren, werden wir alle später mal drauf eingehen. Was ihr auch noch bedenken müsst bei Materials. Wenn ihr Sachen wie das hier, wenn ihr das verzerrt, das war ja mal ein Würfel, der war ja mal quadratisch, jetzt ist das nicht mehr. Da verzerrt ihr auch die UVs und dann passiert sowas. Das müsst ihr mal mit im Hinterkopf behalten, wenn ihr die Sachen direkt aus der Unreal Engine nutzt. Ihr müsst immer ein bisschen clever benutzen. Später zeige ich euch, in einem späteren Tutorial zeige ich euch auch, wie ihr Sachen importieren könnt, die ihr selber in einem 3D-Programm gemacht habt. Und gerade so Würfel und so weiter kann man ganz, ganz super einfach in Blender, Maya und Max machen. Die sind nicht sehr komplex aufgesetzt. So. Ganz, ganz simple Sachen, wie ich setze hier ein Asset auf, das zwei verschiedene Materials beinhaltet oder halt, wie man so simple Shapes erstellt und einfügt. Sowas werde ich zeigen. Alles, was darüber hinausgeht, werde ich jetzt erstmal nicht im Laufe dieser Tutorial-Reihe zeigen, weil das wird dann doch sehr, sehr komplex und sehr, sehr lang. Ich habe mit Unreal Engine alleine schon viel zu tun. 3D-Geschichten, dann halt müsst ihr euch woanders suchen. Wir machen auch aus, einfach nur, weil wir es können, machen wir einfach mal Glas drauf, zack, 1A. So, jetzt haben wir halt überall ein bisschen Farbe drauf. Dann würde ich sagen, war es das erstmal mit dem Tutorial mit Materials für Anfänger. Komplexere Sachen kommen ein bisschen später. Und dann auch, wie man tatsächlich Assets einfügt oder wo man Assets herbekommt, die man nutzen darf. Dann würde ich sagen, man sieht sich, auf Wiedersehen.